Tā tīrīndi, tālāṃ tāwāni sīnsī nāgēngi gōndē kāgī Heute lōdhī möchte ich gerne all denen, die hier zuhören, meine Grüße übermitteln. Jene, die da als Kalyanamitras und Lamas in den verschiedenen Klöstern sind, die Mitglieder der verschiedenen Sangha-Gemeinden in den verschiedenen Klöstern und auch die in den Kshetras und alle die, die jetzt hier über das Internet mit uns verbunden sind und zuhören. Heute ist der 8. Tag dieses Ayakshema-Frühlingsdharmas. Und heute möchte ich zu euch über das sprechen, was die 16. gute Tat ist aus der Autobiografie von Gyalwang Mitchell Dorje. Und aus den Gliederungen der guten Taten, die von seinem Schüler Sanjay Paltrow verfasst ist, darin heißt es, dass der Bodhicitta der Herzensmut der Lebenstäuschung zweierlei Art hat. Und wir wissen, das erste ist, sich an die Stelle anderer zu versetzen und das zweite, die Widrigkeit selbst als den Übungsweg zu nehmen. Versuche das nochmal im Bild zu zeigen. Da haben wir das, ne? Das in den Begriffen der Gliederung, Bodhicitta, Herzensmut der Lebenstäuschung, hat zwei Teile, nämlich sich an die Stelle anderer zu versetzen und Widrigkeiten selbst als Übungsweg zu nehmen. Und dann diese zweite, nämlich über die Widrigkeit als Übungsweg zu nehmen ist, dann gibt es 10 verschiedene Unterpunkte und darin haben wir schon in 5 behandelt und wir kommen heute zu dem 6. Jetzt das 5. war, wie man Leid oder Schwierigkeiten als Weg nimmt. Und heute kommen wir zu dem, wie man gute Wohle Nutzen als das gute Absichten auf den Weg bringt. Und 7. So, der Vers, der mit dieser 16. guten Tat zu tun hat, heißt: Weltraum überfüllend allen Lebewesen. Statt mit echtem Bodhi-Wohl zu spenden, mit Weltlauf oder Ruhe flüchtig Wohl und Freude sie minder zu bedenken, wie käme ich zu solchem Tun? Auch dies ist, scheint mir, meine gute Tat. Lasst mich das erklären. Generell haben wir in den autobiografischen guten Taten, sind die Grundverse mit zwei verschiedenen Arten von Kommentaren versehen. Der Autor ist derselbe, nämlich Karmapa Mitchell. Der Unterschied ist auch, der Titel ist auch dasselbe, aber trotzdem gibt es einen Unterschied. Das Ausmaß der Erklärung ist verschieden. Einen haben wir aus dem Drepung-Kloster. Der andere kam aus dem Podrang, war durch das Vajravidya-Institut in Saranat veröffentlicht. Das, was wir von dem Potala-Palast, von dem Podrang haben, diese Kopie, ich habe das bekommen, während ich dabei war, darüber zu lehren, und ich hatte es vorher nicht gesehen. Der Autor ist dasselbe, der Titel ist dasselbe, aber große Unterschiede in dem Ausmaß ihrer Erklärung. Für einige Verse zum Beispiel sind da 2 oder 3 komplette Seiten unterschiedlich. Auch der Unterschiede in den Grundversen, die da an den Kommentaren sich verschiedene zeigen. Nehme jetzt die separate Edition der Grundverse, wie sie veröffentlicht sind. Über die Kommentare dann dazu lesen, da können wir die Spezialitäten der verschiedenen Aussagen darin vergleichen. So, ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, hier dieses zu euch darzulegen.
Der 16. Vers hier, die 16. gute Tat, welche auch die 16. gute Tat ist, hat zum Kerninhalt, wenn wir nicht in der Lage sind, dieses ganze Elend und Saras auszulehren und von der Tiefe her und die Lebewesen zu dem vollkommenen, unübertroffenen Erwachen von Buddha-Sein zu bringen, dann sind all die vorübergehenden Freuden der Götter und der Menschen und so weiter und selbst die der Shravakas und der Pratyekas nicht das, was die wirkliche Herzensabsicht der Bodhisattvas voll erfüllt und ihre großen Herzensmut rechtfertigt. Für Kamapamiti deutet jemand, der die großartige Herzensabsicht des Avalokiteshvaras selbst, des großen Mitgefühls, ist ein Eigennande. Dann, man könnte sagen, für ihn war ja das größte Beispiel, das Vorbild für solche wunderbaren Herzensansinnen und Absichten. Und das ist das größte aller Beispiele, das man sozusagen nehmen kann. In älteren Zeiten, als zur Zeit der Kardampa Geshes, zum Beispiel Geshe Tümpa, sagte Atisha, hat nicht so sehr jene gepriesen, die dem Weg der Hörer oder der Pratyeka Buddhas gehen. Und wenn man über die Pratyekas spricht und so weiter, dann sagen sie natürlich sehr gut, natürlich, aber er hat sie nicht in über alle Maßen gelobt und gepriesen. Und warum hat er dies nicht getan? Und der Grund war der, dass verglichen mit diesem Zustand, dass sie, manche Leute sagen, das ist doch ein guter Zustand, so wie die Shravakase Arhat zu erreichen oder Pratyeka Buddha. Aber aus der Sicht von Atisha war dies nicht ausreichend, um sie über alle Maßen zu preisen, weil sie nicht als besonders wichtig angesehen, weil sie nicht gleichwertig waren dem Buddha-Zustand. Wie viel auch immer dieser vorübergehende Nutzen auch sein mag oder wie hervorragend sich das Ergebnis anfühlt, hat er all diese Zwischenzustände, diese Übergangslösungen nicht übermaßen, alle Maßen gelobt und gepriesen. Er hatte sogar die Meinung, dass sie sogar ein Grund waren für ihn, Mitgefühl zu üben. Für Leute, für jemanden, der die ganze Natur von Samsara erkannt hat, für alle, die es wiederholt, Leid, für den ist all das, was immer noch unter der Kontrolle von Karma oder von Bedingungen sich befindet, nichts, was für wirkliche Freiheit qualifiziert und immer noch ein Gegenstand des Mitgefühls. Ganz allgemein war das so in der Zeit von Mejidorje, dass einige Leute da dachten, ich bin sehr großzügig, ich bin sehr wohlwollend und es ist, wenn ich über den langen Nutzen nachdenke, dass ich damit spenden kann, dann sollte ich versuchen, viele Leute zu beschützen, dass sie nicht vorzeitig sterben und ihre Gesundheit behalten und so weiter und ihren Wohlstand und ihren Einfluss und so weiter, dass das sehr wichtig sei. Und das war ihr Hauptansinn, das war das Wichtigste, was sie sich vorstellen konnten. Sie haben in aller Weise sich angestrengt, um anderen zu helfen, haben viele Hilfe angeboten und so fort und so fort. In ähnlicher Weise gab es da auch Leute, die in den Klosters, die in den Klöstern sich befanden und die oder die Situation in den Klöstern sahen, dass es wichtig war, dort für alle, dass sie genügend Kleidung und genügend Nahrung besaßen
dass das sehr wichtig war. Und sie haben sich angestrengt und dafür Tag und Nacht vielleicht sich eingesetzt, um irgendwelche Sponsoren zu finden, dafür, dass am Ende man selber ein genügend Kleidung oder zu essen hat. Manchmal haben sie so viel auf ihrer Suche nach Sponsoren sich verschwendet, dass sie selber kaum Zeit zum Essen und Trinken hatten und damit ihre Lebenszeit aufgebraucht. Also sie haben, ja, wenn man versucht, dann wieder andere. Sie haben ihr ganzes Leben darin drauf verwendet, einen solchen langfristigen Nutzen, den sie darin sahen, herbeizuführen. Dann gab es andere wieder, die denken, wir müssen doch weiter in die Zukunft schauen. Und wenn man über lange Zukunft, dann denkt man doch über die zukünftige Leben nach oder die verschiedenen Weltbereiche, in denen man geboren werden könnte. Und dann, das gibt es Lebewesen, die werden in den Höllenbereichen mit unerträglichem Leid und so weiter. Wir müssen die Leute davor bewahren und so weiter. Und wir müssen also das Leben der Lebewesen beschützen. Und dann so auf diese Weise haben sie dann Lebewesen befreit, ihnen das Leben geschenkt und so weiter. Dieses Leben befreien, etwas, von dem sie einen großen Nutzen sahen. So man. Sie hatten also die Idee, es ist nicht gut, wenn ich selber als Tier wiedergeboren werde. Ich muss also mich darauf konzentrieren, dass ich andere Tiere, ihnen das Leben retten und sie beschütze und so weiter. Das war das ihr Hauptansinnen und ihre Hauptaktivität. Und gleichzeitig haben sie sich in verschiedenen schlechten Meinungen und Kritik jener ergangen, die eigentlich großartig waren und großen Nutzen für die Lebewesen vollbrachten. Und haben sie mit Kommentaren versehen, als ob sie ganz merkwürdig seien, dass sie das Blut der anderen Lebewesen trinken würden und so weiter und so weiter. Also wenn man darüber nachdenkt, was ist denn wirklich langfristig nützlich für andere Lebewesen? Gibt es welche, die sagen, Samsara ist nun mal von Leid durchdrängt und da ist drin das menschliche Leben mit Geburt, Altern, Krankheit und Tod versehen. Und was ist der Ursache für all das? Es kommt letztlich aus unserem eigenen Bewusstsein. Wenn wir dies verstehen, dass letztlich unser eigenes Bewusstsein die Quelle von all diesem Leiden ist, das hier der Welt uns entgegentritt, dann müssen wir in unserem Bewusstsein den ganzen Strom der Gedanken aufhalten. Dann können wir auch das wiederholte Geschehen von Geborenwerden zu einem Ende bringen. Wenn wir diese Folge der Geburten aufhalten können, indem wir die Folge unserer Gedanken aufhalten, was müssen wir tun, um das zu erreichen? Ja, wir müssen etwas erreichen, das sowas ist wie ein völliges Loch voller Leere und Schwärze, ein Nichts, ein reines Nichts. So sind sie dann mit dieser Absicht in ein irgendein unbewohntes, einsames Tal gegangen und haben dort auf dieses begrenzte Leersein sich fokussiert. Sagen, da ist nichts, was auch immer. Es ist so wie ein Krug, der leer ist. Und nicht mehr haben sie in ihrer eigenen Weise sich solchem begrenzten Leersein gewidmet, sondern haben dies anderen gesagt, dass sie auch dass dies ein Nutzen für andere sei, sie dazu angehalten. Da gab es viele solche Leute. Und sie haben sich gebrünstet damit, dass sie anderen den Dharma lehren. Und ich lasse sie heranreifen und ich helfe den anderen, sie zur Frucht und Reife zu bringen. In jedem Fall. Es gab Leute, die sagten, dass sie große, wunderbares Ansinnen, Symbole aller Lebewesen haben, und anderen Lebewesen zu helfen, beabsichtigen. Aber dann haben sie letztlich ihre meiste Zeit damit verbracht, sich so oder so, wie bereits genannt, zu verhalten. Mitgedeutet war auf der anderen Seite, dachte jederzeit, das Letzte, was zu erreichen ist für alle Lebewesen, ist völlige Freiheit und Leersein zu verstehen. Und deshalb gilt es,
sich dafür einzusetzen, alles andere in das, in den Nutz, in dem, in diese, unter dieses Ziel zu stellen und alle die vorübergehenden Freuden oder die Reichtümer von Samsara und Nirvana und so weiter haben keine große Wichtigkeit im Lichte dieses eigentlichen Ziels, das für alle Lebewesen zu erreichen ist. Nicht war er nur damit nicht zufrieden, dass es solche vorübergehenden Ziele zu erreichen. Das, was also vorübergehend anderen hilfreich ist, hat es nicht so wichtig angesehen. Aber nicht nur das, dass sie damit das große Ziel des vollkommenen Buddha erwachen sich erlangen. Aber er sah auch darüber hinaus, dass wenn wir uns an solche Dinge klammern, die vorübergehende Nutzen oder Wohl oder Reichtum sind und die für wichtig oder wertvoll halten, dann hält das genau davon ab, das eigentliche größere Ziel des vollkommenen Buddha-Erwachens zu erlangen oder anzustreben. Und es bringt noch die Gefahr mit sich, dass sie viele ungeschickte Dinge tun, unheilsame Dinge, die sie weiterum mit schlechten Geistern Eindrücken versorgen, die sie wiederum in die niederen Daseinsbereiche und die Wiederholungsschleife von Leiden von Samsara hineinverwickeln. Mitteldeutsche, wenn er eine Gelegenheit sah, anderen wirklich zu nützen, dann hat er sich dafür mit vollem Herzen eingesetzt. Wenn er aber auf der anderen Seite, wenn er solche Gelegenheit sah, dann hat er sich vollständig dafür eingesetzt. Und wenn es so etwas nicht war, dass nur etwas von außen so gut wie eine gute Tat aussah, aber nur scheinbar nicht zu dem letzten endlichen Ziel führen würde, dann hat er solche Dinge nicht in seinen, hat er sich für solche Dinge nicht eingesetzt. Und andere haben ihn dafür genau kritisiert. Sie haben gesagt, Mitteldeutsche, du hast doch eine etwas begrenzte Auffassungsgabe hier. Du machst das alles viel zu eng, stör nicht. Wenn etwas, was mit einer Mahayana-Motivation versehen ist und mit Widmungen, ist das nicht etwas, was dann die Freude und das große Nutzen bringt und das große Buddha-Erwachen am Ende? Deshalb solltest du doch eigentlich auch etwas Gutes tun. Du solltest dafür sorgen, dass Leute Kleidung haben, dass sie genügend zu essen haben und so weiter. Das ist doch auch wichtig. Das ist doch durchaus wichtig, dass das wird doch auch am Ende zu einem guten Ziel führen. Und all das ist doch durch Bodhicitta ausgelöst. Und wenn dann etwas getan wird, was für andere hilfreich ist, dann wird es doch letztlich auch zu einem großen Buddha-Erwachen führen, nicht wahr? Oder warum tust du das nicht? Das ist natürlich in einer Hinsicht richtig. Wenn man über die Ursachen für vollkommenes Buddha-Erwachen spricht, dann müssen wir aber berücksichtigen, dass es ganz nahe Ursachen gibt und dann gibt es ja indirekte Ursachen für solche Allwissenheit eines Buddha-Erwachens. Und das gibt es die Kerngründe dafür, Buddha-Erwachen zu erlangen, und dann gibt es die Nebengründe, die über lange Zeit das auch bewirken werden. Wenn wir aber darüber nachdenken, dass die etwas lange währenden Gründe zu folgenden Buddha-Erwachen das Wichtigste sein und damit unsere Zeit verbringen, dann verhält es uns genau davon ab, die anderen direkte zum Ziel führenden Maßnahmen nicht zu ergreifen. Insofern sind die langwährenden Gründe etwas, was nicht einmal mit der Gewissheit einherkommt, dass wir letztlich dieses Ziel vollkommen erreichen. Und deswegen war es niemals so wichtig für echte Bodhisattvas und jemand, der sich solcher Art in solchen nur langsam zum Ziele führenden Maßnahmen ergeht, hat es nicht als ein geschickter, weiser Bodhisattva bekannt. Und dass, wenn man also mit jemand von einer Krankheit befallen ist, dann macht es üblich in Tibet, dass der tibetische Arzt den Puls checkt und so weiter, den Urin checkt und so weiter, und dann kann er daraus die Ursachen der eigentlichen Krankheit erkennen und kann dadurch die Diagnose stellen. Wenn man aber keine Erfahrung dieser Weise hat und man schaut nur auf das Äußere eines solchen Patienten, man sieht, da ist, jemand hat ein Fieber und so weiter und was wir Erkältung nennen. Manchmal ist es aber eigentlich eine, es sieht aus wie ein Fieber, aber es ist eigentlich eine Kältekrankheit.
Wenn die Krankheit aber durch nicht eine Kälte ist, sondern durch Hitze erkrankte, hervorgerufen, dann ist es etwas anderes. Und dann ist da jemand vielleicht in so einem Zustand durstig und hat vielleicht einen besonderen Verlangen danach, einen Alkohol zu trinken. Und wenn man ihm dann aber Alkohol gibt und das ist aber eine durch Hitze verursachte Krankheit, dann kann gerade dieser Alkohol auch wieder einen Schaden anrichten. Und weil Leute eben das so vom Außen her sehen, verstehen sie nicht, warum sollte man diesen Leuten nicht Alkohol geben. Sie haben das Gefühl, dass sie mitfühlend sein und dass sie genau das tun, was derjenige wirklich braucht und wo er nachher verlangt. Aber ein geschickter Arzt wird die Ursache und Wirkung genau verstehen und mit sorgfältiger Diagnose und Ursachenfeststellung des Krankheitszustands dann die Maßnahmen ergreifen, die wirklich angemessen sind. Und bloß weil da jemand sagt, ich möchte gerne was trinken, ist nicht unbedingt notwendigerweise das, diesen Wunsch nachzugeben, das, was diese Krankheit tatsächlich beruhigt oder heilen wird. Das könnte sogar sein, dass jemand etwas, dann sollte der Arzt, ein weiser Arzt, einen ganz anderen Ratschlag gibt, was wirklich von heilsamem Ergebnis ist. Manchmal scheint es uns so, dass wir die ferner liegenden Gründe als für wichtiger nehmen. Und das hält uns manchmal davon ab, genau die naheliegenden Gründe zu nehmen und es dann letztlich verhindert, dass wir das eigentliche Ziel erreichen können. In jedem Fall aber, der Hauptgrund hier, was ich hier sagen möchte, und von diesem Vers hier, der Inhalt, das möchte ich gerne in einigen Punkten vorstellen. Was immer wir auch tun, es muss da eine gute Absicht haben. Es muss eine gute Absicht sein, die zum Wohle anderes sein. Das ist also das Wichtige daran. Darin, wenn wir da genauer hinschauen, was das eigentlich bedeutet, müssen wir erstmal drei Dinge verstehen, drei Kernpunkte. Das erste ist, wir müssen unterstehen, was meint es eigentlich, das Wohl der anderen zu vollbringen? Und was sind die Mittel dazu? Und dann müssen wir verstehen, was heißt denn ein reines Ansinnen und eine gute Absicht? Und dann müssen wir verstehen, was, wenn es das gute Tun geht, was sind eigentlich die Qualifikationen dafür, etwas ein gutes Tun zu nennen? Und was ist das Ausmaß davon, das dann erforderlich ist, um es ein gutes zu sein zu lassen? Diese drei Kernpunkte möchte ich aus diesem Grunde hier vorstellen. Wenn wir diese drei Kernpunkte verstehen, dann sind wir in der Lage zu begreifen und zu ergründen, was die Bedeutung dieses Verses hier, der 16. guten Tat, alles in sich birgt. So, das Erste, was hier zu ergründen ist, ist wiederum, was meint es, das Wohl der anderen zu sagen oder anderen Wohl zu tun? Was bedeutet es, anderen Wohl zu tun? Da haben wir zum Beispiel dieses Wort Altruismus oder das Wohl der anderen wohltätig zu sein. Was heißt das eigentlich? Ist das, man könnte sagen, im Kurz, das heißt, wenn ich etwas tue, was zum Guten für andere sich wendet. Also geht es darum, wenn Gutes für andere zu tun, anderes sowas zu tun, dass es für andere sich gut entwickelt. Aber was heißt denn jetzt eigentlich gut für andere? Ich mag zwar den Gedanken haben, dass ich etwas Gutes für andere tun müssen, aber dann muss ich aber wissen, verstehen, was das Gute für andere eigentlich ist. Es gibt, dass einige Leute gut ist, noch nicht unbedingt gut was für andere. Jeder hat seine eigene Weise zu denken, was für ihn oder sie gut ist. Wir haben sogar verschiedene Maßstäbe daran zu messen, was für sie gut oder nicht gut ist. Zum Beispiel für einige Leute ist es wichtig, dass sie eine große Menge an Geld versammeln. Das ist, was sie als gut sehen. Und andere wiederum denken, wenn ich jetzt ein langes, gesundes Leben habe, das wäre doch das wahre Gute, das zu erstreben ist. Und dann gibt es andere wiederum, die glauben, dass das Beste ist, sich mit den eigenen, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen und dass ich in der Lage bin, großartig und machtvoll zu sein. Das halten sie
ihre Macht oder der Einfluss für das Wichtigste. Und andere wiederum glauben, dass es wichtig sei, einen Zustand, einen Götterzustand oder den eines Weisen zu erlangen oder so etwas, dass das viel Gutes ist. In jedem Fall aber hat ja jeder seine eigene Art und Weise zu denken, was für ihn oder sie genau das Beste oder Gute ist. Und der Hauptgrund dafür, dass Leute so verschiedene Ideen haben, dass sie Verschiedenes für wichtig oder das Beste halten, ist, was die eine Person als gut und richtig ansieht, ist nicht notwendigerweise das Gute und Richtige für eine andere Person. Zum Beispiel sind da Leute, die glauben, die reichsten Leute auf dieser ganzen Welt sein wollen, die diesen Absicht. Die glauben wahrscheinlich, dass das Beste für alle anderen auch wäre, dass sie reich und wohlhabend wären. Und sie würden dann versuchen, wenn es eine wohltuende Absicht wäre, alle anderen auch ebenso reich und wohlhabend zu machen. Oder zum Beispiel in unserer Zeit gibt es viele Leute, viele Eltern, die nicht so viel in der Lage sind, noch ihren Kindern großartig eine Erbschaft zu überlassen. Und deswegen haben sie ihre Hauptabsicht darauf gelegt, die Kinder zum Ziel ihrer Hoffnung zu machen. Das versuchen die Kinder in solche Leute zu verwandeln, die besonders in dieser Welt groß herauskommen, dass sie ihre Dinge, ihre Ziele verwirklichen und dass sie erfolgreich werden in diesem Leben. Und sie hoffen, dass die Kinder von großem Erfolg in dieser Welt, in dieser Karriere sein und deswegen mit diesem Leben viel erreichen, dass sie großartig herauskommen und erfolgreich durch das Leben gehen. Und sie versuchen, sie dafür anzutreiben, sie dazu zu ermutigen und zu inspirieren, dass sie sich anstrengen, erfolgreich zu sein. Und wenn die Kinder aber erfahren, dass die Eltern so große Erwartungshaltung an sie haben und sie damit überziehen, dann ist diese zugleich aber auch ein großer Druck und macht ihnen das Leben sehr schwer. Und der Hauptgrund dafür ist, dass die Eltern denken, dass ihre eigene Weise, was sie für wichtig und das Beste in dieser Welt haben, genau das sei, was auch für die Kinder das Richtige und Beste sei. Und sie geben gar nicht so viel Acht darauf, was eigentlich der Kinder Gefühle oder Gedanken denn seien. Aus diesem Grunde ist also ein gewisser, gibt das so ein Zerwürfnis zwischen Eltern und Kindern. Eine ganz natürliche Weise entwickelt sich da so ein Zerwürfnis, ein Graben. Also wenn man da so mal nachdenkt, was tatsächlich wirklich hilfreich und das Beste für andere ist, dann ist das nicht unbedingt so einfach, wie wir gedacht haben. Ist eigentlich wirklich viel sehr schwierig herauszufinden, was das Beste und Richtige für andere ist. Also was ist nun das wirklich Beste für andere? Wenn wir uns das fragen, ist das Beste, sie reich zu machen, sie machtvoll zu machen, oder dass sie länger leben, oder dass sie besonders ruhmreich werden? Oder sollten wir das alles kombinieren, sie mit allem überhäufen? Also reich und wohlhabend und lange lebend und berühmt. Ja, das ist das Allerbeste. Wenn man darüber spricht, im Sinne des Weges, den Buddha gezeigt hat, dann ist das Wichtigste, sie aus den niederen Lebensbereichen zu befreien, also sie aus dem Wiederholungsschleife des Leidens Samsara herauszuholen. Aber wie ich das früher bereits erwähnt habe, bevor wir überhaupt das Beste für andere tun können oder wollen, müssen wir verstehen, was das Beste eigentlich ist. Und wir müssen das identifizieren. Wir müssen das genau selber genau ergründen, was das wirklich Beste und Wohlstuend ist. Wenn wir das selber nicht wissen in unserem eigenen Leben, wie wollten wir dann wissen und entscheiden, was für andere gut und richtig ist? Wenn wir nicht wissen, was eigentlich gut und richtig ist, dann ist es unmöglich, dass wir wissen oder verstehen können, was für andere das Gute oder Hilfreichste sein könnte. So wie ich das vorher bereits erwähnt habe. Viele Leute haben viele verschiedene Meinungen und Ziele und das darüber, was sie für gut und richtig halten. Verschiedene Standards haben verschiedene Wünsche oder Wichtigkeiten. Sie haben andere verschiedene Erlebnisse und Erfahrungsgeschichten, die sie dazu bringen.
Wir können daran auch sehen, dass es nicht notwendigerweise so ist. Das muss nicht unbedingt immer aufeinander passen. Es könnte sein, dass die Leute glauben, was für sie gut ist, aber dass für sie am hilfreichsten ist, dass das aber nicht das genau trifft, was tatsächlich für sie gut und richtig wäre. Aus diesem Grunde ist das Wichtigste, was wir verstehen und ergründen müssen, weil es nicht so sicher ist, dass das, was wir selber denken, das Beste und Richtige für alle anderen ist, müssen wir unseren Hochmut beiseite lassen und vielleicht etwa uns an dem orientieren, was andere Leute von größerer Einsicht, von größerem Pragya oder Weisheit oder Erfahrung sagen. Wir müssen deren Rat suchen und das ist wichtig. Wir müssen bei jemand lernen, in die Lehre gehen, der wirklich weiß, was für andere gut ist. Wir müssen mit diesen Leuten uns zusammentun und von ihnen lernen. Aus der Sicht derer, die dem Weg des Buddhas folgen, ist derjenige, der die Hauptquelle seines solchen Wissens oder Weisheit ist, der Buddha, der Bhagavan, mit seinem Pragya, mit seiner Weisheit, die wahre Natur dieser Welt verstanden hat. Er hat 2500 Jahre zurückgelebt und wir können nicht sogar direkt zu ihm gehen und ihn fragen. Wenn wir 2500 Jahre zurückleben würden, dann könnten wir gerade eben zu ihm gehen und die Frage stellen, aber so müssen wir uns an das halten, was er als in der ganzen Überlieferungslinie seiner Worte und seiner Herzensart übermittelt worden ist, über all die verschiedenen Generationen von jenen, die als Herzensfreunde oder Kalyana Mitras tätig sind, diesen Rat weiterzugeben. Buddha hatte diese Pragya genannt, diese Intelligenz und Durchsicht, die alle die Natur von der Erscheinung dieser Welt zu verstehen. Wir müssen also auf das schauen, was er in seinem Verständnis gewonnen und hat und aus seiner Erfahrung dazu zu sagen hat. Und was er sagt ist, was wirklich das Wichtigste und Hilfreichste für mich selbst und für alle anderen ist, ist Dharma. Dharma, befreiende Information, ist das wirklich Wichtigste und deswegen ist es genau das, was wir in unser eigenes Übungserleben integrieren sollten. Warum sollten wir als solche Dharma uns zuwenden und was ist das Ziel, was damit verbunden ist? Buddha hat es ja ganz klar gesagt, dass der Hauptgrund dafür, so Dharma zu üben, ist, dass wir dasselbe Buddha-Erwachen erlangen wie der Buddha selbst. Also jemand, der dem Worte des Buddha Glauben schenkt, ist das Allerbeste, das Beste von allem Guten, ist dann das, was wir uns dieser befreienden Information, die also zu dem Ziel des Buddha-Erwachens führt, widmen. Und wer also so eine Absicht hat, solch einen Buddha-Zustand erreichen zu wollen, diesen Rang des Buddha erwerben möchte, dann gibt es nichts Wichtigeres zu tun, als genau diesem Dharma, diesem Rat des Buddha zu folgen und diesen Dharma in unser Leben zu integrieren. Wenn man also etwas fragt, was ist das Größte und Beste zu tun, was wirklich hilfreich ist, und wenn man darin das vollkommene Erreichen von Buddha-Erwachen sieht, dann ist das auch gleichzeitig damit das Wichtigste und Beste, was für alle anderen gut ist. Wenn Buddha Allwissenheit und Freiheit das Größte und Nützlichste ist, was zu erreichen ist, dann zeigt das, dass alle anderen Wege, die nicht dieses größte Ziel hervorbringen, die nur vorübergehende Arten von Nutzen bringen, dass die eben nicht die besten und geschicktesten Wege sind, denen zu folgen wäre. Weil sie nicht den letztendlichen, den allerbesten Nutzen hervorbringen. Sie bringen nicht die größte Freude oder Wohlsein hervor. Wenn also Buddha Erwachen, Buddha Allwissenheit und Freiheit das Höchste und Beste ist, was wir anstreben, dann
dann stellen wir fest, dass viele Dinge, die wir tun, zu tun pflegen, eben nicht diesem Ziele zuzuordnen sind. Und wir sollten sie deshalb als nicht so wichtig ansehen. Weil das, was uns wirklich wichtig ist, das ist, was wir eigentlich anstreben, dann damit in Konkurrenz gerät. Wir sollten also nicht sehen, dass diese Dinge gleichwertig sind, sondern dass das zu tun gibt, was wirklich dem eigentlichen Hauptziel zuträglich ist. Und deswegen ist all das, was Altruismus oder anderer Wohl zu verbringen, anderen Wohl zu tun, aus der Sicht jener, die dem Weg des Buddha folgen, nämlich genau die befreiende Information des Dharma in sein Leben zu integrieren. Und warum? Weil damit alle anderen die große Freiheit des Buddha-Erwachens erreichen können. Das ist das größte Ziel, das Beste, was man ihnen tun könnte. Das ist jetzt nicht so eine Frage, dass sich ein paar gewöhnliche Leute zusammengetan haben, haben irgendeine Diskussion gehabt, was man denn das Beste wäre, was man da tun könnte, sondern das ist aus der Weisheit des Buddha, die tatsächlich verstand, wie die Welt funktioniert. Das ist der Rat, den er gegeben hat. Wenn wir also den Buddha selber als glaubwürdig ansehen, dann wäre das klare Sache. Zu erkennen, dass dieses Ziel des Buddha-Erwachens das eigentliche Beste und Wohl ist, das zu erreichen ist, und dann gibt es keinen großen Sinn und Nutzen darin, sich in anderen geringeren Dingen zu ergehen. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Pause. Wie ich bereits vorher gesagt habe, heißt das, anderen zu nützen oder anderen wohl zu tun. Das, was der größte, bestmögliche Nutzen für andere wäre, bedeutet, dass jeder oder jede eine eigene Meinung dazu hat und jeder glaubt, dass etwas anderes ihn oder sie glücklich mache. Jeder hat seine eigenen Gedanken und Meinungen darüber. Was einige Leute denken, was das Wichtigste sei, was immer sehr als das für das Wichtigste halten, ist nicht notwendig, was für andere so. Nicht nur, dass sie verschiedene Meinungen über dieses Leben haben, selbst sogar innerhalb einer Person. Das, was wir denken, was das Wichtigste sei, wenn wir in jungen Jahren sind, ist nicht dasselbe, was wir für das Wichtigste halten, wenn wir älter geworden sind. So, da gibt es also verschiedene Arten und Weisen zu denken, selbst in unserem eigenen Gemüt. Also wenn mit jetzt unser Leben sich verändert, dann kann auch unsere Meinung sich darüber verändern. Zum Beispiel, wenn man kein Geld hat, dann denkt man, wenn ich reich wäre und wenn ich Geld hätte, dann wäre das das Beste. Aber dann sind wir vielleicht eines Tages jemand, der Geld hat. Und dann ist es etwas anderes, was wir für das Richtige, Wichtige halten. Also bloß Geld alleine zu haben, ist nicht unbedingt das, was wir wirklich wollen. Bloß reich zu sein, ist nicht das Eigentliche. Denn wenn wir dann reich sind, dann wollen wir wieder etwas anderes haben, was uns wichtiger ist. Das zeigt uns doch nur, dass was wir das Wichtigste halten, was wir zu einem Zeitpunkt denken, das ist das Allerbeste, nicht wirklich das war, was unser eigenes Ziel ist. Dass wir haben im Grunde nicht verstanden, was tatsächlich letztendliches Wohl und letztendlicher Nutzen bedeutet. Das zeigt nur unser Unverständnis. Was ich also jetzt gerne darüber sprechen möchte, ist ein anderer Abschnitt, das heißt die Frage zu behandeln, was heißt es, eine gute Absicht zu haben oder zu hegen. Das 16. Vers ist handelt von der reinen Absicht für ein gutes, wohltuendes Handeln. Diese hervorragende, reine Absicht, wenn wir darüber sprechen, was bedeutet das? Was immer wir auch tun mögen oder tatsächlich tun,
dass wir dann sie nicht in Eigeninteresse bitten, sondern 100% darauf konzentriert sind, das Wohl der anderen zu bewirken. So, dass wir voll getrieben sind von dem Gedanken, was kann ich tun, um anderen wohl zu tun? Dieses überragende Absicht oder bedeutet, oder was der Hauptpunkt daran ja zu verstehen ist, ist genau das 100% fokussiert zu sein. Wenn wir diesen Punkt nicht begriffen haben, dann kann es durchaus passieren, dass wir etwas im zu tun uns anschicken, was dem von außen her gesehen wie ein gutes Handeln wirkt. Aber nicht von innen heraus tatsächlich so ist. Und viele Situationen gibt es in diesem Leben solche Art. Und wir sollten sie verstehen. Wir sollten in der Lage sein zu verstehen, was eine wahre, gute, reine Absicht eigentlich bedeutet. Und der Kernpunkt dabei von einer solchen reinen Absicht ist zum Beispiel, wir wollten ein Lebewesen retten, ein Tier, das Leben retten. Und dieses Handeln, das wir das Leben retten nennen, die eigentliche Handlung, die wir durchführen, ist jetzt der Prüfung zu unterziehen, ist es eine gute Tat oder eine nicht gute Tat? Zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir das bewerkstelligen, wenn wir zum Beispiel einen Ochsen davor retten, geschlachtet zu werden und ihm das Leben schenken, sieht es so aus, ob ein gutes Tun ist, aber ob es wirklich eine gute Tat ist, hängt nicht davon ab, wie es von außen her aussieht, sondern wir können es nicht alleine von daher begreifen und darstellen, was es von außen her bedeutet, sondern wir müssen darauf achten, was der Kernpunkt dabei ist. Die Art und Weise, wie die körperliche Handlung oder die Sprache einer Person ist, hängt immer davon ab, wie die Motivation dieser Person ist. Das ist eine Motivation oder das Ansinnen, die Absicht ist etwas, das von innen her kommt, was man von außen nicht sehen kann. Aber andere können einzig unsere äußere Handeln beurteilen, das, was unser Körper und unsere Sprache tut. Sie können niemals nach innen schauen und die eigentliche Absicht dahinter erkennen. Und weil diese Absicht von außen niemand sehen kann, deswegen ist da die große Gefahr, dass wir dieser Absicht keine besondere Bedeutung oder Wichtigkeit einräumen. Und das ist tatsächlich etwas Gefährliches, zwar in großer Aufmerksamkeit darauf legen, was unsere äußere Handlung, Körper und Sprache tun, aber auf das, was unser innerer Antrieb dazu ist, dem keine große Aufmerksamkeit schenken. So ist das zum Beispiel diese Handlung, einen Ochsen des Lebens zu retten, indem wir also solche Lebensrettungsmaßnahmen ergreifen, und dann ist das eine etwas äußere Handlung von Sprache und Körper. Aber die Absicht, die dahinter steht, die äußerlich kann das dieselbe Handlung sein, aber es könnten unterschiedliche Arten von Absichten dahinter stecken. Wir können sogar sagen, dass die innere Absicht von größerer Bedeutung ist als die Handeln von Körper und Sprache. Der Grund dafür ist, wenn wir also daran denken, wir wollten etwas Gutes tun und wir uns anschicken, etwas sollte eine Handlung zu tun, die nach außen eine gute Handlung zu sein scheint, wenn wir aber nicht die innere Herzensabsicht dazu haben, etwas Gutes zu tun, dann könnte diese Handlung noch nicht einmal geschehen. Es gibt also zweierlei Arten. Hier ist eines ist das, was unser ursprünglicher Antrieb ist, dass wir überhaupt etwas Gutes tun wollen, und dann ist das, was dann tatsächlich passiert und uns zu dieser Handlung bringt, was wir während des Handelns denken. Ist nicht mal, dass wir denken, dass wir dem ein Leben retten und dann anderen wohl zu tun, sondern die Frage ist, was wir tief in unserem Inneren uns bewegt, eine solche Handlung überhaupt anzufassen.
Die Frage nach der Reinheit einer Absicht oder der Qualität unserer eigenen Ansinns ist nicht alleine daran zu beurteilen, ob wir nach außen von die kennen, was die körperliche Handlung oder die sprachliche Handlung ist, sondern von die. Letztendlich ist das, was uns alles antreibt, dazu etwas in Körper und Sprache zu tun, dies unsere innere Absicht, ist eigentlich der Haupttäter, ist das, was eigentlich alles kontrolliert und das eigentliche Tunende ist, das Tätige ist, unsere Körper und Sprache ist gewissermaßen wie eine Hand, nur ein Werkzeug dazu, um diese Handlung umzusetzen. Zum Beispiel, wenn uns jemand stößt und so, das wäre nur so ein bisschen, dass gar nichts passiert, oder die treffen uns härter und dass wir umfallen davon, dann fragen wir doch, wo können wir jetzt eine Frage stellen, wenn uns das jetzt wundert und wir wollten eine Frage stellen. Wenn zum Beispiel zwei Autos einen Unfall haben, also wenn zum Beispiel einer berührt das eine Auto, das andere Auto, und dann hat man so einen kleinen Unfall und dann hält man an und dann fragt man, stellt eine Frage, wen wollte man dann fragen? Man fragen den doch natürlich, den fragen wir doch nicht das Auto, was passiert ist, sondern wir fragen den, der das Auto gesteuert hat. Wir fragen den Fahrer, weil wir wissen, dass der Fahrer derjenige ist, der das Auto steuert, und wenn also der Unfall geschehen ist, dass deshalb der Fahrer daran schuld ist und nicht das Auto. Und wenn wir also darauf sprechen, ein Leben zu retten, wie zum Beispiel bei dem Leben eines Ochsen, sprechen wir dann über diesen einen Ochsen, haben wir da eine, oder was ist unsere Grundmotivation dabei, das Leben zu retten? Was ist die eigentliche Kernabsicht dahinter, die uns antreibt? Das Leben eines Ochsen zu retten. Aus Grund von Liebe. Wäre eine gute Tat, aber wenn wir es tun, um andere Leute damit zu beeindrucken, dass wir in der Lage sind, solch großartige Dinge zu tun, wie das Leben eines Ochsen zu retten, dann wäre es nach außen gesehen zwar gut, aber von innen her nicht, es wäre eine pseudo-gute Tat, es wäre nur ein Schein von einer solchen guten Tat. Das nennen wir Pseudo-Gutes, das wäre als ein... Es sieht aus wie Gutes, aber wir könnten aber nicht sagen, dass es wahrhaft Gutes wäre. Und warum können wir nicht sagen, dass es wahrhaft Gutes wäre? Weil die wirkliche Absicht dahinter keine gute war. Als nächstes haben wir den dritten Punkt. Die ist die Frage, wir müssen verstehen, was das gute Tun, von dem wir reden, hier eigentlich qualifiziert und was welchen Maßstäben, ob es allen Maßstäben des Guten entspricht. Und das, was wir wissen, also hier ist die körperlichen und sprachlichen Handlungen, wie zum Beispiel das Leben eines Ochsen zu retten und so weiter, verschieden beurteilt werden kann. Einige Leute sagen, das ist ein gutes Tun, andere sagen, das ist nur ein Scheingutes, was dort getan wird. Das ist eine Heuchelei. Und worauf es letztlich darauf ankommt dabei ist, dass es zwei verschiedene Arten von Ansehen geben könnte. Einmal ist da wenn wir Absicht oder Motivation spricht, Beweggrund spricht, da haben wir etwas, was man als ursprüngliches Ansinnen, tiefinneres Ansinnen bezeichnen könnte. Und das andere ist gewissermaßen das, was der anlassbezogene Beweggrund ist. Das erste, dieses ursprüngliche Ansinnen, ist das ursprüngliche Gedanke, den wir haben und der uns antreibt dazu, unser Ziel, was wir damit erreichen wollen, was tiefinneres unser Ziel dabei ist. Wir brauchen eine solche. Die anlassbezogene Beweggrund ist das, was wir tatsächlich während dieser Handlung denken, was unsere Haltung dabei ist, während wir es tun. Das erste ist gewissermaßen die eigentliche Ansicht, der ursprüngliche Beweggrund, und das zweite, das anlassbezogene dabei denken oder die Haltung dabei ist gewissermaßen das Ausmaß davon, wie wir damit umgehen. Das ist gewissermaßen, wenn man es in weltlichen Begriffen ausdrücken wollte, die Frage einerseits von Qualität und die andere von Quantität des Handelns. Was die Güte des Handelns betrifft und oder bestimmt und das, was das Ausmaß des Handelns bestimmt.
ist also die Frage, ob es eine die Qualität oder ob es eine authentische gute Handlung ist, das hängt wirklich von unserem tief ersten Beweggrund oder Handlungsansinn, erst allerersten ursprünglichen Handlungsansinn ab. Wir haben also zwei verschiedene, haben wir gesehen. Der wirkliche Ziel, was damit wir damit erreichen, unser Herzensziel, das uns zu diesem Handeln bringt. Und wenn das eine, ob das eine reine Absicht ist, das hat alles zu tun mit der ursprünglichen, dem ursprünglichen Ansinnen. Das ist das Ziel, was damit, es hat eine Beziehung zu dem Ziel, was durch diese Handlung erreicht werden soll. Also was immer verhandeln wir auch durchführen würden, ist es wichtig zu begreifen, in welchem Ziele ist dies untergeordnet? Was ist das unser Herzensziel, das uns begleitet und antreibt dafür, ein solches Handeln zu unternehmen? Wenn wir fragen, was ist denn mein eigentliches Herzensziel dafür, dass ich eine gute Handlung hier tun möchte? Dann sollten wir nicht die Fragen anderer beantworten, sondern wir müssen es selber wissen. Was ist unser Ziel dabei? Wollen wir jemand anders reich machen? Oder wollen wir sie Freiheit erlangen lassen oder die wahre, exzellente, nämlich Buddha erwachen? Das heißt, müsste sehr klar in unserem eigenen Gemüt gefasst sein. Wir sollten eine klare Bewusstheit davon haben, was unser eigentliches Herzensziel für eine bestimmte Handlung ist. Wir brauchen aber nicht einmal über Dharma sprechen in dieser Welt. Wenn wir in ganz gewöhnlichen Zusammenhängen dieser Welt reden wollten, dann brauchen wir ein Ergebnis davon. Wenn jemand kein klares Ziel hat, dann wird es ja schwierig werden. Man braucht ein klares Ziel und da muss man sich anstrengen dafür. Und dann kann man tatsächlich das Ergebnis erlangen. Dann kann man tatsächlich einen Erfolg haben. Wenn man einfach nur sich herumtreibt, ohne irgendetwas zu tun, dann kann man auch nichts erreichen wollen. Man braucht also ein tiefes Ziel, das damit zu erreichen ist. Und über dieses Ziel muss es Klarheit sein. Damit will ich nicht sagen, dass wir als jemand, der Dharma übt, nicht in der Lage sein, auch Geld zu verdienen. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen, aber das ist auch völlig klar. Wir brauchen auch einen gewissen Lebensunterhalt. Ohne Lebensunterhalt wird es sehr schwierig. Also ich kann natürlich nicht sagen, dass man kein Geld verdienen sollte, sondern das ist ganz klar, dass das sich auch damit eingeschlossen ist. Aber der Punkt, natürlich sollten wir Geld verdienen können und das sollten auch Geld verdienen, aber das sollte nur ein Teil unseres Lebens bedeuten. Nicht unser Hauptziel und Sinn sein, es soll nicht zu einem Selbstzweck geraten. Die Gesamtheit und der Maßstab für unser ganzes gesamtes Leben ist nicht nur unser Geld. Selbst wenn man viel Geld hätte, das heißt das noch lange nicht, dass man dadurch ein sinnvolles, erfüllendes Leben gelebt hat. Wenn jemand denkt, dass das ganze Ziel und Sinn des Lebens sei, nur Geld zu verdienen, dann hat man irgendwie doch den Sinn des Lebens verpasst. Dann ist man letztlich in Dummheit umnachtet. Im Sinne von jemand, der sich dem Dharma üben verschrieben hat, dann gibt es viele Dinge, die wir beachten müssen. Aber das letztendliche Ziel, was wir damit erreichen wollen, ist doch, den Zustand oder den Rang eines vollendet erwachten Buddhas zu erreichen. Unser Leben, unser Körper hier wird dann, wenn wir zum nächsten Leben übergehen, sterben, wird zurückbleiben. Wir wechseln gewissermaßen den Körper von einem Leben zum anderen. Aber das, was mit uns bleibt, dieses bewusste Erlebensfähigkeit, die bleibt mit uns. Und deswegen ist unser eigentliches Herzensziel und die große Ziel, was wir mit allem anstreben, ist, dass dieses erlebende Bewusstsein auf einen sinnvollen, erfüllenden Weg gebracht wird. Das
Hauptziel darin ist, dass wir letztendlich in der Lage sind, für dieses erlebende Bewusstsein geboren werden müssen und sterben müssen, überwinden können. Das ist das eigentliche Ziel, vollständige Freiheit zu erlangen und das Ziel vom Buddha erwachen. Das ist das klare Ziel, das wir in unserem Herzen fassen müssen. Nur wenn wir dieses klare Ziel fassen, dann können wir darin stabil und wirklich zielgerichtet vorgehen. Manchmal denken wir vielleicht an einem Tag, dass bestimmte weltliche Arten von Zielen an ganz besonders wichtig sein. Manchmal denken wir, dass Dharma so wichtig sei. Manchmal denken wir daran, dass Buddha sein oder Freiheit wichtig ist. Der Kernpunkt dabei ist, dass wir mit einer inneren Zielgerichtetheit stabil und fokussiert auf dieses Ziel bleiben. Da möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Eine kleine Geschichte, Anekdote gewissermaßen. Was ist das für eine Geschichte? Die Geschichte ist so, in alten Tagen, wahrscheinlich in China, ist das vorgekommen, ein Zen-Meister, der hatte einige Schüler, so wie das in alten Tagen in China üblich war, waren die Meister. So, dass sie ihr eigenes Essen selber gemacht haben. Sie hatten ein eigenes Leben. Sie hatten so einen eigenen Lebensunterhalt, für den sie sorgten. Und eines Tages hat der Meister einen Schüler mitgenommen. Wir haben da irgendwie gerade Pflanzen, Reis gesät, Reis eingepflanzt. Beim Reispflanzen, jeder, der in India oder Nepal war, der weiß das. Da muss man jeden einzelnen Sprössling einzeln in die Erde stecken. Jeder Einzelne hat. Wenn man diesen Setzling da reingesetzt macht, muss man die in einer Linie, einer ganz schönen, klaren Linie, so dass wenn man. Dass es nicht krumm oder schief wird, wenn man nachher sich die ganze Reihe rückwirkend anguckt. Und der Schüler, der hat das so gemacht, dass diese Reihe sehr wie eine Welle aussah. War nicht ganz klar. Einige waren vor und der andere hinter der Mittellinie und so weiter. Das sah ganz schief und krumm aus. Der Meister, was immer der Meister gepflanzt hatte, war eine klare, zielgerichtete Linie. Und der Schüler hat den Lehrer gefragt, wenn du das machst hier, dann werden sie alle wunderschön in einer ganz klaren Linie, super gerade. Und wenn ich das mache, dann wird das alles so schief und krumm. Wie kommt das? Der Meister sagte, hat ein bisschen gelacht. Das ist doch ganz einfach. Wenn immer du diesen Reissamen pflanzt, dann musst du auf einen Gegenstand in der Ferne schauen, auf diesen einen Punkt in der Ferne schauen. Und das ist dein Ziel, sozusagen die Linie, die von hier bis zu dieser Bezugspunkt. Hast sozusagen ein Ziel, von dem du aus wie eine Linie dir denkst, bis zu dir selbst. Man könnte also eine Linie ziehen von diesem Ziel, bis zu dem Anfang, da wo du diese Setzlinge ins Wasser steckst. Und dann kannst du die Setzlinge hineinbringen. Und der Schüler sagte, okay. Und haben sie weitergemacht drin. Dann gab es ein anderes Problem. Vorher waren sie alle ganz schief und krumm. Na, jetzt war es so. Deine Setzlinge waren zwar gerade reingesetzt, die waren in einer Linie.
Es war aber keine gerade, es war zwar eine Linie, eine klare Linie, das erkennen, aber es war gewissermaßen ein Bogen, der sich da entspannt und nicht eine gerade. So war eher kreisförmig. Ja, der Lehrer sagte ihm auf die Frage dann, wie kam das? Was hast du im Sinne gehabt, als du da fokussiert hast? Der Schüler sagte, du hast gesagt, ich muss auf einen Fixpunkt schauen, während ich das Ei einpflanze. Ja, du hast gesagt, auf einen Punkt soll ich schauen. Und dann, da war ein Ochse da drüben, den habe ich angeschaut. Ich habe immer auf den Ochsen geschaut und habe dann diese Setzlinge eingepflanzt. Da sagt der Lehrer zu dem Schüler, du musst verstehen, der Ochse wird sich doch bewegen, das ist doch kein Fixpunkt. Der wird mal hier hingehen, mal dahin gehen. Wenn immer der Ochse sich bewegt, dann wirst du dann den Zielpunkt verändern und dann verändert sich auch deine Linie, das ist doch klar. Dann wird immer deine ganze Linie der Bewegung des Ochsen folgen. Da ist doch keine Stabilität darin. Das ist der Grund, warum deine Linie nicht eben gerade ist. Deshalb, wenn wir schon einen Punkt uns aussuchen, einen Fixpunkt als Zielpunkt unseres eigenen Weges, dann muss es ein stabiler Punkt sein lassen. Da hat er gesagt, oh, okay, da drüben, da hinten ist ein großer Baum. Den schaust du an. Dann haben wir den als Ziel genommen und dann den Reis weitergepflanzt. Und letztlich, also, dann wurden die Linien endlich nicht nur wurden die Einpflanzungen nicht nur eine Linie, sondern auch eine Gerade. Also wir brauchen, dass wir einen klaren Fixpunkt haben und der muss auch ein stabiler Fixpunkt sein. Wenn wir kein stabiles Ziel haben, dann wird sich das manchmal etwas Hilfreiches im Sinne haben, manchmal etwas weniger Geschicktes und Hilfreiches im Sinn haben, dann kann das nicht alles einen guten Weg werden. Wir brauchen also ein stabiles Ziel. Und wir brauchen eine ganz ein hervorragendes Herzensansinnen, ein reines, hervorragendes Ansinnen. Wenn wir also anderen wirklich helfen wollen, dann muss es nicht vermischt sein mit unserem eigenen, unvermischt oder vermixt mit unserem eigenen Interesse. Wenn unsere Handeln zum Wohl anderer mit unserem eigenen Nutzen verbunden ist, dann ist es kein hervorragender Ansinnen. Nur wenn es 100% sich auf das Wohl der anderen endet, dann nennen wir es ein reines Ansinnen. Wenn es vermischt ist mit unserem eigenen Interesse, dann ist es nicht ein wahres, echtes, hilfreiches Ansinnen. Und so brauchen wir also einen Beweggrund, der bei uns ein Herzensziel, das wir uns fassen müssen, mit der Frage am Anfang verbunden, aber ist das wirklich hilfreich für andere? Brauchen sie das wirklich? Ist das echt hilfreich? Und dann muss es nicht nur einfach mal so eben sein, sondern 100% muss es unser Herzensziel auf das gerichtet sein, was für andere von Gutem ist. Und das so viel zu tun, so viel wie wir können. Und wenn wir das 100% und nicht einfach nur vielleicht ein bisschen und dann vielleicht nur 50%. Oder dass wir sagen, die Hälfte kriegen die anderen, nur die Hälfte ist für mich. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diesen Unterschied zu sehen, dann ist es schwierig, in unserem Treben gewissenhaft zu sein. Wenn man dazu denkt, dass irgendjemand anderes ist. Es ist schwierig zu denken, dass andere wichtiger oder besser sein als wir, dann sollten. Und vielleicht kann man das nicht immer so sehen, aber selbst wenn die anderen nur 1% besser als die anderen wären, dann ist es immer noch wichtiger zu erkennen, dass die wichtiger sind als wir und wie unsere Handlung darauf zu richten von Wichtigkeit wäre. Und dann hängt es dann noch davon ab, wie gewissenhaft wir sind und wie wir es tatsächlich durchführen. Und das wiederum hat damit zu tun, was unser tatsächlich die anlassbezogene Beweggrund ist, das, was uns während des Handelns im Gemüte als Haltung beschäftigt. Unsere Haltung während des Tuns.
So hängt also diese ganze Qualität unseres Handelns davon ab, wie, oder die Güte unseres Handelns hängt davon ab, wie unser Ansinnen ist. Und das heißt, es ist in erster Linie sagen, deshalb die großen Meister, dass, wenn sie sagen, das Wichtigste ist bei Dharma ist, ob du, was immer du tust, ob du es Dharma lernst oder ob du Texte aussprichst, laut liest oder was immer es auch immer sein mag. Das Wichtigste bei all dem, was du tust und dass du sagst, dass Dharma hat, dann sein, musst du die Motivation, deinen eigenen Beweggrund klar im Blick hast. Und es muss eine echte, authentische, gute Herzensabsicht sein. Dann, und weil das eben so wichtig ist, deswegen gab es gar keine andere Möglichkeit, als nur über diese Absicht zu sprechen. Das ist, was die Qualität des Handelns ausmacht. Die Qualität, die Güte des Handelns entscheidet sich an dieser Stelle und deswegen ist es unabdingbar, dass man genau darüber spricht. So, jetzt sprechen wir über das Ausmaß des Handelns. Was meinen wir mit dem Ausmaß des Handelns? Das heißt, wie viel sollten wir denn dann tun, wenn es schon ein gutes Tun ist? So großartig und weitreichend und viel, wie auch immer wir können. Also wenn jemand, der zum Beispiel die Absicht hat, eine lebensrettende Maßnahme zu ergreifen, wie einen Ochsen das Leben zu schenken, und dann sollten sie dann das ganze Leben lang nur darauf verwenden, immer einem Ochsen nach dem anderen das Leben zu schenken, ist das damit gemeint? Ist das die Frage des Ausmaßes, die hier beabsichtigt ist? Wir können nicht unbedingt sagen, dass das, ob dieses Ausmaß alleine ein Maß für die Güte ist. Das Ausmaß des Handelns, die Quantität gewissermaßen, ist nicht nur das, was mit nach außen zu sehen ist, sondern es hat damit zu tun, was die Qualität des Handelns eigentlich darstellt und wie viel wir Interesse, wie gewissenhaft wir bei dem sind, was wir tun, von innen heraus. Und wir müssen darauf gucken, was der eigentliche Zweck und das Ziel von diesem Handeln ist und was dabei herauskommen soll und mit welchem inneren Ansehen wir es begleiten und während wir es durchführen. Und es ist nicht notwendigerweise so, dass je mehr und wie viel und so weiter das nach außen gemacht wird, das ist nicht notwendigerweise das automatisch garantiert dafür, dass es ein großartiges oder weitreichend Gutes wird. Also zum Beispiel in Tibet ist es so, dass sie mittlerweile die ökonomische Situation ein bisschen verbessert hatte und dann gab es viele Leute, die haben dann Geld dafür übrig, dass sie viele Geschenke kaufen können und Ritualgegenstände und Opferungen und zum Beispiel Rauchopferungen darbringen können und oder viel Geld verwenden sie dafür, die verschiedenen Gegenstände, die Opfergegenstände da. Oder riesigen Zahlen von Gebetsflaggen, die sie zusammenstecken und die dann letztlich, wenn man sie alle aufgehängt hat, dass sie die Erde verschmutzen und das Wasser der Umweltverschmutzung verstärken, sich mit der Erde vermischen, dann dort verfault und die wegen der Farben, das Wasser verschmutzen oder die ganzen Schnüre dieser Gebetsflaggen sich so voneinander verknoten, dass sich Tiere darin verfangen und darin sterben. Wenn man also daran mal denkt, weil dann frage ich, was machten denn unsere Vorfahren? Waren sie nicht in der Lage, so großartige Opferungen darzubringen? Weil die hatten ja gar nicht so viel Geld. Nein, wenn wir darauf schauen, sie hatten ein ganz klares inneres Vertrauen, hat eine klare Weltsicht. Aber wir haben nicht heutzutage dieses selbe tiefe innere Herzensvertrauen und diese reine Weltsicht, die unsere Vorfahren damals ihr eigen nannten. Und deswegen, weil wir das nicht haben, glauben wir, dass wir heute mit Quantität das mit dem Mangel an Qualität kompensieren könnten, dass wir dann die Großartigkeit in der Menge alles vermehren und meinen, dadurch könnten wir alles ausgleichen. So, es ist ein riesiges äußeres Getue, das zwar in der Menge viel mehr ist, und alles nimmt an Zahl und Maß bloß zu, aber es ist schwierig, dass darin die Qualität sehen.
das, was die der Qualität eines Handels ausmacht, ist nicht, hängt nicht davon ab, wie viel Geld wir dafür nach außen investiert haben, sondern es hängt davon ab, wie viel innere Bereitschaft wir haben, waren in der Lage aufzubringen, wie viel Fähigkeit zu geben und loszulassen wir dabei haben. Wenn die Menge des Geldes alleine entscheidet, dann wäre ja jeder, der viel Geld hat, automatisch an jemanden, von der groß Gutes verbringt. Wenn die Menge des Guten, das wir tun, alleine davon abhängt, von den äußeren Ansammlungen abhängt, dann würde man den Buddha fragen, wenn jemand, als der Buddha 6 Jahre lang alleine diese Härten durchleben, da an dem Flussufer saß, und so, dann könnte man ja neben ihm gesessen haben oder nachher also unter dem Bodhi bauen, dann würde man sagen, was hat er denn gehabt? Er hat doch gar nichts gehabt. Was will er denn da schon an Guten getan haben? Also deswegen ist es wichtig, dass man über die inneren Einsatz nachdenkt. Die Ausmaß und die Quantität dieses Guten zeigt sich nicht an dem äußeren Handeln, dem äußeren Vielfalt, sondern allein ist es in unserem eigenen inneren Gemütserleben begründet. Das ist wichtig, dass wir das berücksichtigen und klar im Blick haben. In ähnlicher Weise sollten wir in Einklang mit dem Ort und der Zeit sein, in der wir leben. Viele verschiedene Arten und Arten könnten wir haben, die von nützlich sind, die hilfreich sind, die wir wohl zu tun. Wir sollten nicht jemand sein, der sagen, Wohltun bedeutet nur diese Handlung, dass wir zu einer bestimmten Handlungsweise besondere Vorliebe entwickeln und nur daran uns klammern, sondern wir sollten viele, viele Methoden und Wege kennen, wie wir anderen, die wir wissen, hilfreich sein können und auf diese Weise dann die Menge unseres Guten tun. Ich kann ein Beispiel geben, zum Beispiel heutzutage sind viele Leute an der Ernährung so interessiert. Sie geben sich furchtbar viel Aufmerksamkeit in die Art und Weise der Ernährung. Wir meinen immer, wir brauchen so viele Nährstoffe, und die beschäftigen sich die ganze Zeit damit, ob die Balance der verschiedenen Nährstoffe und Inhaltsstoffe von Nahrung auch die richtige ist. Es gibt die verschiedenen Mengen der verschiedenen Nahrungsbestandteile. Und da muss man verschiedene Arten von verschiedenen Nahrung noch zusammenbringen. Wenn nicht mehr nur eine Art von Nährstoff nehmen würde, dann wäre das ja nicht ausreichend. Dann möchte man über Gemüse nachdenken oder Tofu. Zum Beispiel Tofu. Tofu ist eine Quelle für das Sojazeug. Das ist praktisch ein. Ich habe den englischen Namen vergessen, aber es ist eine Quelle für Proteine und es gibt auch ein bisschen Kalzium und Vitamine und so weiter. Das ist ganz hilfreich. Aber bloß, dass wir sie in dieser Weise hilfreich sind, wenn wir nur das essen würden, dann wenn wir solche Hülsenfrüchte essen würden, nur dann würden wir da vielleicht Rheuma oder Gicht bekommen und das würde eine bestimmte andere Krankheit in uns vermehren. Wir brauchen also in unserer Nahrung verschiedene Bestandteile, eben nicht nur Hülsenfrüchte, sondern auch andere Sachen. Wir brauchen eine abwechslungsreiche Kost. Und wenn wir nicht diese abwechslungsreiche Kost hätten, dann würde unser Körper nicht gesund sein. Und wenn wir also unser Gutes tun, dann sollten wir nicht nur an einer Methode des guten Tuns festhalten und daran nur ausschließlich und monoton dieses eine tun. Das sind einige Leute. Das ist natürlich gut, wenn einige Leute etwas, also wenn Leute etwas Gutes tun, für eine Richtung ist das eine gute Tat, auf der anderen Seite, aber deswegen zu sagen, dass die anderen nicht wichtig seien, das ist falsch. Unangemessen zu denken, dass andere Handlungen dann weniger gut seien, sondern dass der Grund dafür ist, sollten welche immer Methode auch geeignet ist, um das Wohl anderer zu vollbringen, die in so einer großen Vielfalt bereit sein, auszuwählen und flexibel verschieden. Je mehr wir in der Lage sind, durch auf verschiedenartige Weise anderen zu helfen, umso größer wird der Nutzen für andere sein. In kurz gesagt also, wenn wir also hier Gutes tun, dann brauchen wir die Intelligenz, die Kreativität,
und müssen, wenn wir nur immer an einer Sache festhalten, dann sind wir wie gesagt starrsinnig daran fixiert. Dann kann man das nicht immer in allen Zusammenhängen ein gutes Tun nennen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das, was immer wir tun, zusammen kombiniert mit einer Art von kreativen Intelligenz ist, die in der Lage ist, das zu beurteilen. Und wir sollten nicht einfach dumm und engstirnig sein, wo man nur die eine Methode führt zum Ziel und nur das ist immer, soll immer das Richtige sein, was immer passend ist. Diese Art von festgelegt sein ist nicht hilfreich. So, als nächstes sollten wir vielleicht auch ein bisschen weiter sprechen. Ich denke, das ist okay. Dann kommen wir zu der 17. guten Tat. Ja, das im Begriff der Gliederung, die wir bereits vorgestellt haben von Sanjay Paltrup, ist das der von den 10 verschiedenen Handlungen, die das Hindernis auf den Weg bringen, ist das hier der 7. Und der Text selber heißt, für Selbst- und Fremdwohl Bodhi zu vollbringen, mutlos, grämend, bang, erschöpft sein, weit entsagt, ist unaufhaltsam, froher Herzenseifer anzuspornen. Dies Lebensüben einfach nur so schleifen lassen, wie käme ich dazu. Auch dies scheint mir, ist meine gute Tat. Da gibt es einen kleinen Unterschied hier in der Bedeutung. Was hier gesagt wird also, und das ist die Zeit von Michi Dorje, gab es viele Leute, dass sie große Liebe, unaushaltbares Mitgefühl mit Lebewesen hätten, dass sie aus diesem Grunde heraus als allererst sich dem Studium der Sutra-Tradition widmen und die Texte erlernten. Und dann haben sie viele Jahrzehnte darauf verwendet, dann diese Texte zu studieren und den Inhalt zu diskutieren, zu debattieren, bis sie dann ihre ganze Jugend dahin war und dann haben sie angefangen, die Rituale zu lernen, tantrische Traditionen. Und dann schließlich, als sie dann noch älter waren, haben sie dann angefangen, sich mit den Ritualen zu beschäftigen, die für die Verstorbenen gut sind. Und dann die verschiedenen Zornvollen und die friedvollen Gottheiten und so weiter. Und Amitabha und so weiter. Nicht nur das. Sie haben nicht die verschiedenen tiefgründigen Methoden der Tantras erlernt, sondern sie haben sich den äußeren Ritualen gewidmet, und dann haben sie dann hinterher nach vielen Jahren, als alle Rituale gelernt haben, haben sie gedacht, okay, ich habe viel Dharma gelernt und ich habe auch Rituale erworben und ich habe die ganze innere Bedeutung jetzt verstanden und jetzt gehe ich in die Berge, um in einer Klausur zu leben. Und dann haben sie einige Jahre in den Bergen verbracht und all die ihre ganze gelernte logische, folgerichtige Fähigkeit zu denken aus der Debatte sind völlig von ihnen gewichen und auch die Sinn der verschiedenen Texte, die sie gelernt haben und auch die verschiedenen Rituale haben sie dann auch vergessen und sie wurden gewissermaßen anmaßen, könnte man sagen. Nachdem sie so viele Jahre in der Übung verwahrt haben, haben sie gedacht, ja, mein ganzes Üben hat so ein gewisses Maß erlangt und meine Weisheit ist aus diesem Üben geboren, hat mich überwältigt, bin überwältigt von dieser Weisheit, die aus meinem eigenen Üben heraus entstanden ist. Und sie wurden anmaßend und begannen dann da aus dieser Haltung heraus Dharma zu lehren. Also wenn man über die verschiedenen Stadien des Weges spricht, dann gibt es dort die Wege, die für die drei verschiedenen Arten von Auffassungsfähigkeiten oder Mietungen gewidmet sind. Aber nicht darüber haben sie nicht gesprochen, sondern sie haben... Und darin steht es aber eigentlich sehr klar, in diesen drei Arten von Auffassungsfähigkeit ist in der Lehre ist das Ganze erklärt, was zu tun oder nicht zu tun ist. Und
Deswegen kann man das nicht einfach in verschiedene Richtungen ausdeuten oder umwenden, sondern da steht ganz klar gesagt, was zu tun zu lassen. Dann sagen sie, konfrontiert mit der Bedeutung, na ja, da steht das zwar so alles da drin, aber das ist, kann man nicht immer so alles wörtlich nehmen. Und das ist nicht alles, was da drin steht, ist wirklich unbedingt wichtig und nicht, sondern... Aber um die wirklich das zu üben, braucht man diese Kerninstruktionen. Und dann hat man tatsächlich den Dharma gemeistert. Und Sie sagen, ich habe also die Natur aller Dinge verstanden und jetzt kann ich hier die Kernpunkte lehren. Und das ist des Gurus Kernunterweisung. Und Sie können also immer was immer auch ausdenken, was angeblich die Gurus Kerninstruktion sein. Und dann haben in dieser Richtung dann auf diese Weise Berühmtheit erlangt und haben dann sich in verschiedenen Aktivitäten der Debatte und des Schreibens und so weiter geübt, um ihre Berühmtheit gefrönt. Und dann haben sie gesagt, ich kann das nicht, ich bin aber tatsächlich nicht jemand, der so die ganze Zeit lehren möchte und so weiter. Und das, entweder bringt mich jemand um oder ich kann das auch diese Arbeit sowieso nicht vollenden. Und dann wurden sie doch etwas langsam und müde und haben sie faul. Und dann haben sie gedacht, das hat alles keinen Sinn. Ich gehe lieber dahin, wo mir jemand irgendetwas wo mir andere etwas schenken und wo andere mich mit Geschenken überhäufen und so weiter. Und so haben sie dann angefangen, viele ungeschickte, unheilsame Dinge zu tun oder völlig wertlose, nutzlose Dinge und haben sich mit Kleidern und so beschäftigt und mit anderen, mit welche. Und wenn irgendwelche Damen daher kamen, die sie sich sponsern wollten, und das ist dann... und gefragt haben, was zu tun ist, und dann haben sie gesagt, ja, dann macht auch dies oder das und so. Das sind jetzt auch irgendwelche Nichtigkeiten, mit denen sie dann ihr Leben verbrannt hat. Und Leute haben sich aber dann, die haben gedacht, ach, diese Leute sind doch nett und so weiter und das scheint hier auch ein gutes Leben zu führen. Dann haben sie viele Schüler oder Mönche um sich herum angesammelt und die Anzahl ihrer Schüler hat sich vermehrt, wie der Regen, wie der Wasserstrom im Regenzeit. Mitchindorje hingegen hat eine ganz andere Weise sich den Dingen gewidmet. Er hat für solche Leute, die so ihr Leben verschwendeten, eigentlich nur Mitgefühl gehabt. Wenn er wirklich dahinter war, anderen zu helfen, dann wenn er sagt, dass irgendetwas nicht letztendlich so hilfreich für jemand war, hat er sofort angehalten und hat aufgehört, das zu tun. Und hat auch andere, seine Schüler dazu angehalten, wenn immer etwas nicht wirklich hilfreich ist, diese pseudo-gute Tat aufzugeben. Und in seinen 100 Instruktionen finden sich diese, das ist auch der Grundsatz, ist das Beste, wenn man überhaupt im Leben lösen, direkt helfen können. Wenn man das aber nicht kann, dann wäre es besser, indirekt ihn zu nutzen. Und man beginnt damit, dass man ihm wenigstens keinen Schaden zufügt und dann, was immer an Dharma, an befreiende Informationen ihnen lehren kann, dass man dann darin kontempliert und sich daran übt, mit den Bedeutungen vertraut macht. Und wenn da Mönche kommen und wenn man dann Klöster baut und Stupas und Statuen aufrichtet, das ist schon okay. Und wenn die Absichten und so weiter, das sind darin Gutes zu tun und das kann das auch eine Ursache dafür werden für großes Erwachen. Aber wenn du aber nicht die Absicht dabei hast, tatsächlich darin den Nutzen und das Wohl der anderen zu vollbringen und wenn man es dann in die Übung, in die Handlung umsetzt, dann ist da kein Nutzen drin. Dann wird all das, was du da an Aufwand investierst, im Hören und im Üben und so weiter, von Dharma und so weiter, dann wird es eine Riesenmenge an Aufwand, aber es sieht aus, wie als ob es eine Menge von Guten ist, aber es wird nicht die Ursache dafür, vollkommenes Buddha erwachen zu lang. Also manchmal ist es so, dass etwas nach außen sehr wunderbar, großartig aussieht oder dass dem wir einem eindrucksvollen Namen geben und so weiter.
Und dann denkt man vielleicht, wir sollten das vielleicht mehr machen. Dann fühlen wir uns davon angezogen und denken, wir sollten auch so etwas machen, um anderen zu nützen. Und dann sieht es vielleicht so aus, dass andere auch denken, wir machen etwas wunderbar Großartiges und werden dadurch getäuscht. Wir müssen also unbedingt auf alle Maßen unser eigenes inneres Ansinnen erforschen. Wenn wir da mal eben wollen, dann müssen wir schauen, ob unser eigenes Üben von Dharma tatsächlich eine echte Art und Weise des Dharma-Übens ist. Ich bin ein Dharma-Übender, wenn ich das so etwas sage. Dann nicht tun, dann täuschen wir uns doch nur selber. Wir benutzen uns doch nicht einmal. Die eigentliche Grund dafür, da überhaupt sich der befreienden Information des Dharma zuzuwenden, ist so, dass wir davon ein gutes Ergebnis haben. Warum sollten wir uns darüber täuschen? Deswegen müssen wir uns prüfen und immer wieder der Prüfung unterziehen, ob wir wirklich tatsächlich auf diesem Wege sind. Wir sollten auf uns selber schauen, wir sollten in uns hineinblicken, um unsere eigenen Beweggründe zu erforschen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, vielleicht eine kleine Geschichte, die ich noch erzählen kann, dann ist es vielleicht genug für heute. Um noch etwas weiter zu reden über die 17. gute Tat, die Geschichte, die ich... Aber vielleicht sind manche Leute gelangweilt, wenn ich immer so viele Geschichten erzähle. Also diese Geschichte, die ich hier nahebringen möchte, ist eine Geschichte über Milarepa. Die Geschichte sagt, also das war kurz bevor Milarepa aus diesem Leben schied, sozusagen kurz am Ende seines Lebens, einen kleinen Augenblick, muss ich erstmal Luft holen. Also bevor er starb, hat er einen letzten Willen hinterlassen, hat seinen Schülern sein Testament sozusagen gewissermaßen erklärt. Er sagte, ich habe nicht wirklich wichtige Dinge, nicht keinen großen Wert, Gegenstände. Ja. Ich habe hier einen Stab aus Holz. Ich habe einen Hut, den ich aufhabe. Dann habe ich mein Gewand aus Baumwolle. Das ist es. Bringt das alles nach zu Dagpo Rinpoche, zu Kampopa. Das wäre ein Souvenir sozusagen. Und dann hat er noch ein anderes, einen Stab. Und dann gab es noch einen kleinen Haufen Reis. Und dann hat er den Schülern aufgeteilt, sagt, gib das zu dem und dem und dem und dem. Er hatte also keine großen Sachen. Das Einzige, was er anhatte, das war das, was er hatte, gewissermaßen. Er konnte seinen Umhang in kleine Stücke schneiden und dann Leuten geben. Das war nicht so, wie das sagt, ich habe hier meinen Computer, den gebe ich dem. Wir haben so viele verschiedene Dinge, die wir. Aber er hatte sowas alles gar nicht. Er hatte überhaupt keine Eigentümer, keine Besitztümer. Er konnte höchstens sein Kleid in Stücke schneiden und dann die Teile an andere verschenken. Aber was er aber dann noch sagte, das ist wirklich merkwürdig. Er sagte, ich habe ein bisschen Gold zusammengetragen. Ein bisschen Gold habe ich. Und das habe ich versteckt. Wo habe ich das versteckt? Das habe ich da an der Wand, an der Hinterwand dieser meiner Übungshöhle versteckt. Und wenn ihr könnt das dann später ausgraben und dann könnt ihr es verteilen und könnt das unter euch verteilen. Die Schüler haben gedacht, das ist ja interessant. Wir haben nie mal gedacht, dass er Gold hatte. Das habe ich nicht gewusst. Wenn er hat gesagt, er hat Gold, also muss er es auch haben. Dann hat er tatsächlich vielleicht Gold irgendwo versteckt. Das kann doch nicht sein. Dann hat er gesagt, das ist doch Quatsch. Der kann doch kein Geld haben. Vielleicht hat er das von seinem Vater gekriegt und hat das irgendwie. Andere dachten wieder, das kann doch nicht sein. Das ist doch völlig unüblich für ihn. Andere sagten,
Milarepa, aber jemand wie Milarepa, der wird doch kein Gold haben. Das ist doch völliger Quatsch. Erzähl doch nicht so einen Mist. Jedenfalls, am Ende, also nachdem Milarepa gestorben war, haben sich die Leute zusammengesetzt und da wollten sie gucken, gibt es da Gold oder gibt es kein Gold? Und sind da rein in die Höhle. Am Ende, da war etwas, was da versteckt war. War tatsächlich was, was dafür versteckt war. In irgendwie den Stoff eingewickelt, sie haben es runtergeholt, rausgeholt, haben es aufgemacht, in jeder Weise sehen konnte. Und was ist? Da war kein Gold drin. Überhaupt kein Gold drin. Da waren drei Zuckerstücke und ein quadratisches Stück Stoff. Mit den drei Stücken Zucker und ein Brief und ein mit eigener Hand geschrieben und ein Messer. Ja, die Schüler das angeschaut und haben gesagt, jo, was sind das? Und dann hat er seinen Brief. Ja, was ist denn auch dieser Brief? Was sagt er denn? Das sind meine Habseligkeiten und ihr könnt es aufteilen. Und dieses vierjährige Stück Stoff, das schneidet in drei Teile und das könnt ihr so lange, bis es aufgebraucht ist, gibt ihr jedem ein Stückchen davon. Und da gibt es noch einen Kernpunkt in diesem Brief. Da gibt es Leute, die sagen, Milarepa hat Gold versteckt, diese Scheißkerle. Glaubt sowas nicht. Ja, das. Ja. Dann, als die Leute das dann sahen und schließlich in dem Brief, den letzten, die Kerninstruktionen lasen, wo darin steht, und dann gibt es noch diese Leute, die glauben, Milarepa habe irgendwo Gold versteckt, diese Scheißkerle. Und als sie das alles lasen haben, mussten sie in Lachen ausbrechen. Das heißt, Milarepa war jemand, der das ganze Leben 100% auf den Dharma ausgerichtet ist. Milarepa war eigentlich jemand, der nie etwas groß gehabt hat, der sehr einfach gelebt hat. Er hatte sein Baumwollgewand an. Und als er starb, war auch nichts anderes. Und aber diese merkwürdige Geschichte. Ganz allgemein kann man sagen. Er starb in einer ganz entspannten, heiteren Haltung. Und er hat sogar noch einen solchen Brief hinterlassen, der wie ein Scherz ist, ein letzter Scherz, der diese ganze Sache noch aufgeheitert hat. Deswegen sollte man darauf schauen, dass die früheren Lehrer, dass die nicht so jemand waren, die einfach nur wie so ein Stein da gesessen haben, sondern dass sie in die Art und Weise, wie sie tatsächlich ihr Leben geführt haben. Deswegen war das in gewisser Weise eine Art von sehr klarer Instruktion, die er hinterließ. Dass eine Kerninstruktion an allem keinen anhaften zu haben.
So, ne? Das war doch ein erschreckender Moment, wo die Leute sagen, normalerweise hat er nichts, was immer auch anklammern und jetzt sein ganzes Leben so gelebt, war ein schlichter, ein einfacher und hat nichts weiter zu verschenken, als an das halt am Leib hat. Und jetzt plötzlich sagt er, er hat Gold. Wie kann das sein? Und dann auf einmal fangen sie an und kriegen Zweifel dran. Aber einige gab es, die sagten, ach, das ist ja völliger Quatsch, wie kann denn jemand wie Milarepa Gold haben? Und einige sagten, naja, wer weiß, vielleicht hat er doch vielleicht Gold. Also irgendwo, das haben wir, vielleicht hat er auf irgendeine Weise Gold angesammelt, auf eine Weise, die wir nicht gesehen haben, so heimlich hinter. Generell war Milarepa so jemand, der, ob er jetzt ein Gold gehabt hat oder nicht gehabt hat, ihm war das Haben oder Nicht-Haben völlig gleich. Also wenn der Leute heute kommen und sagen, bringen also Gold und sowas, also dann sagt er, nee, mit dem Gold, macht euch ab und davon. Für ihn hat das Gold überhaupt keinen großen Nutzen oder Wert. Also wenn er kein Bedürfnis nach Gold hat, dann hat er einfach gesagt, okay, sorry, ich brauche euer Gold nicht. Er hat aber keinen Grund gehabt, sie dann irgendwie in heftig und bösartig abzuweisen. Weil er eben von innen her kein Verlangen und keine Notwendigkeit, kein Bedürfnis nach Gold hatte, es für ihn keinen Nutzen hatte, deswegen hat er gesagt, tut mir leid, aber ich brauche es wirklich nicht. Nehmt es wieder mit. Also hier ist der Kernpunkt dabei, das Wichtigste, was man an Bodhas auf dieser Geschichte entnehmen kann. Wenn wir darüber nachdenken, was lehrt uns diese Geschichte? Darüber sollten wir nachdenken. So, dann da sind wir wieder am Ende angelangt und jetzt hier die Wünsche und Widmung.